sollte uns zu denken geben, aber vielmehr noch sollte uns dazu animieren, auch zu handeln. Ich kenne da so einen Spruch, der heißt aber, ja, wissen tat man es eh, Punkt, aber. Und es beginnt im Kleinen. Ja, es beginnt wirklich dabei, Eltern zu ermutigen, ihren Kindern die Eigenverantwortung diesbezüglich zu übergeben. Man muss sich als Eltern nicht vor oder hinter die Kinder stellen, sondern man muss ihnen nur sagen, wenn du mich brauchst, bin ich da, entscheide du. Und das ist für viele eine sehr große Herausforderung. Das hätten wir uns so gern gewünscht. Und es war dann doch gut möglicherweise, dass wir es nicht taten und jetzt wollen wir es die anderen ersparen. Wir brauchen mutige Menschen aus allen Altersgruppen. Eltern, Geschwister, große Geschwister, Großeltern, Nachbarn, die einfach, wenn mein Nachbar zu Hause von meinem Elternhaus nicht gewesen wäre, wäre ich wahrscheinlich Maschinenschlosser geblieben. Also bin ich Ingenieur geworden und habe auch nichts draus gemacht. Der Beamer ist grauenhaft. Okay, ein bisschen um mich. Ah. Ja, wir sind ja, es ist mit den Medien ja ähnlich. Die werden ja auch, das wissen wir, erstmal begutachtet, man könnte auch sagen zensiert, um uns dann gewisse Dinge zu zeigen, die wir sehen dürfen und andere Sachen, die wir nicht sehen dürfen, die werden da rausgenommen. Und darum bin ich so froh, dass es Menschen gibt wie einen Roman Michael und davon gibt es viele, oder auch einen Klaus Glatzel, den man einfach nie sieht, weil er immer irgendwo in Niederösterreich hinterm Studio-PC sitzt, die trotz Angebot vom ORF, so war es beim Glatzelklaus vor 2 Jahren, die haben ihm angeboten, seinen Sender zu kaufen und das war gar nicht mal so unlukrativ gewesen und er hat gesagt, nee, dann bin ich nicht mehr frei. Ich möchte die Dinge über den Äther schicken, die mich interessieren für eine Zielgruppe, die so tickt wie ich. Und der hat mich mal gefragt, der ist für dich, Klaus. Und der Klaus hat mich mal gefragt bei einem Anlass, das war beim Friedensfest am Attersee letztes Jahr im September, ob ich nicht mal in einem Lied irgendwas über Okitok singen könnte. Da haben wir gedacht, das ist aber interessant und irgendwann kam mir etwas so vorbeigeschwommen und da haben wir gedacht, da kann man das gut einbauen. Und ich habe ein Lied geschrieben über die neuen Medien oder über andere Medien. Das heißt, ich habe es verstanden. Sie belügen uns nach Strich und Faden, von frühmorgens bis in die Nacht. Wie lange muss ich es ertragen? Was soll es sein, was es mit uns macht? Informationen sollen berühren, sollen tun, was die Masse tut, sollen inspirieren, nicht berühren, verführen, Impulse geben und viel Mut. Ich hab's verstanden, ich mach Pause, schalt das Alte ab, wirf die Norm raus. Und ich lieg mir lieber an den Stausee und mach so den Mainstream denn gar aus. Und ich freu mich über Wahrheit, über Wissen, wie es wirklich ist. Und das hol ich mir in meiner Freizeit, weil sonst der Zensus gern vergisst. Okitok bringt's übern Äther, viel Wahres sagt der Honigmann. Pravda TV braucht keine Täter, Russia Today klagt niemand an. Der Freeman Weg bringt viel an Wandel, schau auch in Gerhard Schneiders Blog.
Montag sind vor Menschen handeln. Top-Info-Forum verdient Lob. Ich hab's bestanden, ich mach Pause. Schalt altes ab, wirf die Norm raus. Ich lieg mir lieber an den Stausee. Mach so den Mainstream denn gar aus. Und ich freu mich über Wahrheit, über Wissen, wie es wirklich ist. Das hol ich mir in meiner Freizeit, weil sonst der Zensus gern vergisst. Das hol ich mir in meiner Freizeit, weil sonst der Zensus gern vergisst. Ich will keine Stellungnahmen, kein tut mir leid, Entschuldigung. Wir wissen nicht, wie wir drauf kamen. Ist halt passiert, ist nur zu dumm. Ich will die Wahrheit für mein Leben, will wissen, wie es ehrlich ist. Hat uns der Mainstream nie gegeben, weil alles nur ein Business ist. Ich hab's kapiert, ich hab's verstanden. Wirf altes raus, schalt die Norm ab. Und ich lieg mir lieber an einem Stausee und mach so den Mainstream-Denker aus. Und ich freu mich über die Wahrheit, über Wissen, wie es wirklich ist. Das hol ich mir in meiner Freizeit, weil sonst der Zensus gern vergisst. Das hol ich mir in meiner Freizeit, weil man erzählt uns gerne Mist. Dankeschön. Ja, das heißt, viel, was wir sehen oder sehen dürfen, ist vielleicht ganz anders. Manchmal sind Äpfel gefährlich, manchmal sind sie gesund. Früher hat man gesagt, grün ist in den Fabrikhallen ganz beruhigend. RAL 6011 war diese Maschinenfarbe. Da wird man nicht aggressiv, bloß von den roten Werkzeugmaschinen. Da meinen die Arbeiter, sie sind ein Puff. Da werden sie aggressiv und aktiv, das darf man nicht, grün beruhigt. Wenn es denn so ist, dass grün beruhigt, dann ist es gut, dass ihr grünes Hemd da habt, dass da grüne Bücher stehen und dass wir heute eine Sprecherin da haben, die uns gleich zur Verfügung steht. Ah, die steht schon da, sehen wir nicht. Und zwar freue ich mich, die Karin Frank euch anzukündigen. Alles andere wird sie euch selber sagen. Karin Frank. Leihschule gründen wollt, Jukini Leihschule, und wir im Chiemgau sind da gerade auch ganz massiv dran, und ich halte es für was ganz, ganz Wichtiges, eigentlich ziemlich oberste Priorität, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass die Kinder, die jetzt die neue Ausbildung kriegen und in ihre Potenziale kommen, uns große Kinder total mitreißen werden. Ich glaube, das geht sehr schnell. Wer die Jukini-Schule kennt, oder wer von der schon gehört hat, ich glaube, das wisst ihr, wenn ihr euch mit dem Thema beschäftigt. Und nicht, dass ich jetzt da doppelte Sache erzähle, da lernen die Kinder ja in einem Jahr, machen die ja Abiturreife und so weiter. Und von Anastasia, wer diese Bücher kennt, da weiß man ja auch, da gibt es Wanderlehrer. Und die Kinder sind dann freiwillig bei den Lehrern, und wenn das langweilig ist, dann kommen die, wenn das interessant ist, kommen die Erwachsenen dazu, und wenn es langweilig ist, dann gehen sie eben weg. Oh ja, und so dürfte das bei uns auch sein. Freiwillig geht alles viel, viel besser. Und die Kinder in diesen neuen Schulen, die beschäftigen sich ja mit dem ganzen Leben, und die
beschäftigen sich auch mit ihren Nahrungsmitteln, die bauen die Nahrungsmittel selber an, die sind in den Gärten, die kochen, machen ihre ganzen Pläne und so weiter. Und zu dem Thema darf ich euch heute was erzählen, was wir an viele Orte schon umsetzen und was ziemlich auch genauso wie die Schulen ist es auch zu einer Bewegung geworden in Stadt und Land und überall eigentlich. Und da geht es auch ziemlich schnell voran und das darf ich euch heute erzählen. Mein Vortrag soll motivierend sein, damit ihr das kennenlernt, damit ihr wisst, es ist nichts, sind keine Visionen, sondern das sind Dinge, die bereits umgesetzt werden, wo man sich einfach nur einklinken kann und mitmachen kann. Also dieses Bild, das ihr da gerade seht, das ist für mich ziemlich, das sagt das aus, um was es mir eigentlich geht. Wir bauen uns die Welt, wie sie uns gefällt. Also Gemeinschaftsgärten und mehr ist das, darüber erzähle ich euch, in verschiedenen Varianten. Und wir machen uns das Leben, wie es uns gefällt. Mit dem Umbau, wir nehmen das Leben selber in die Hand. Also ich muss jetzt sagen, ich habe meinen Vortrag für hier völlig umgestellt. Ich muss mich jetzt immer selber ein bisschen überraschen lassen, was kommt. Also das Leben selber in die Hand nehmen, leben wie es uns gefällt. Und jetzt, warum machen wir das? Weil es so wie es ist, nicht mehr passt. Also wir sehen uns zurzeit den eigenen Ast, auf dem wir sitzen, unsere eigenen Lebensgrundlagen. Der Ist-Zustand, was unsere Nahrungsmittel betrifft, meist geht es in erster Linie um Gewinne von Konzernen und Industrie und nicht um gesunde Nahrungs- oder Lebensmittel. Ganz kurz nur, so werden unsere Lebensmittel, die wir in der Supermärkte so anbauen, unter solche Verhältnisse werden die gebaut, also angebaut. Die haben keinen Kontakt mehr zur Natur, keine Licht, keine Sonne, kein Regen, was soll da rauskommen? Dann wird mit Gift bespritzt und so weiter und dann wird transportiert hin und her und drauf und runter und rüber und über. Also, und das ist alles ziemlich teuer, das weiß man ja, was Transporte kosten. Trotzdem sollen unsere Nahrungsmittel aber billig sein, wie soll das gehen? Also da stimmt irgendwas nicht. Und es wird ganz viel produziert für die Tonne, weil im Supermarkt muss alles immer ständig zur Verfügung sein und dann muss es wieder weggeschmissen werden, wenn das Datum wieder abläuft und so weiter. Zum Beispiel jetzt gerade in Österreich, ein Beispiel, wird jeden Tag eine riesen Menge Brot, frisches Brot weggeschmissen, so viel wie eine Kleinstadt zur Versorgung brauchen könnte. Das ist aber überall so, nicht nur in Österreich. Also momentan wird in einem Land, dem wird Nahrung genommen, das ist das mit dem Landgrabbing, wie zum Beispiel jetzt China und andere Länder kaufen in Afrika Länder auf und um dort für sich anzubauen und nehmen den Ländern noch mehr weg, also Nahrungsmittel und den ihr Land, zerstören den ihr Land auch noch, damit die immer noch weniger haben zum Anbauen. Also die einen haben Überfluss, schmeißen die Dinge auch noch weg und die anderen haben Hunger. Also es klingt alles nicht sehr zivilisiert, wir wollen ja zivilisiert sein, aber irgendwie passt es auch nicht. Dann gibt es den ökologischen Fußabdruck, das ist auch gerade, wird in Österreich sehr berechnet. Und der ökologische Fußabdruck besagt, bei jeder Handlung, die wir so haben, wie viele Ressourcen da verbraucht werden. Und gegenwärtig verbrauchen wir pro Person 2,7 Hektar an Ressourcen. Es stehen aber jeder Person nur 1, Hektar zur Verfügung. Das heißt, die Rechnung geht nicht auf. Und wir achten darauf nicht. Das heißt, wir leben auf Kosten unserer Nachkommen oder unserer Kinder. Es gibt dann auch noch den Ökoschuldentag oder den Welterschöpfungstag, der berechnet, wann unsere Ressourcen für dieses Jahr zu Ende sind. Und es ist immer so Mitte August, es ist fast jeden Tag, geht es nur um einen Tag hin oder her. Und es heißt, Mitte August, oder wann der Tag eben gerade ist, dann sind unsere Ressourcen zu Ende für dieses Jahr. Das heißt, dann müssten wir Winterschlaf machen, weil dann müssten wir uns zurückziehen, dann ist nichts mehr da. Wir tun das aber nicht, das heißt, wir bauen immer weiter Ressourcenschulden auch für die Nachkommen. Und da möchte ich jetzt eins sagen, das habe ich jetzt hier nicht auf der Folie, die ganzen Naturvölker, die machen das nicht. Die,
Naturvölker haben das 7-Generationen-Denken, die denken immer 7 Jahre weiter. Bei jeder Handlung, die die machen, überlegen die, schadet es die nächsten 7 Generationen halte ich denn ihre Lebensmöglichkeiten aufrecht? Und das machen die zivilisierten Menschen nicht, aber die Naturvölker machen das immer selbstverständlich. Und da könnten wir eigentlich unser Beispiel nehmen. Also wir haben nur eine Erde und die sollten wir uns teilen. Und jetzt möchte ich euch zeigen, was uns auf der Erde für Ressourcen zur Verfügung stehen für Nahrungsmittelanbau. Muss ich euch schnell das Mikro wegmachen? Also ich habe jetzt hier einen Apfel. Geht es ein bisschen runter, oder? Der Apfel stellt die Erde dar. Und also wir haben auf der Erde 3/4 Wasser. Das wäre das Wasser, da können wir keine Nahrungsmittel anbauen. Da gibt es zwar Fische, aber jetzt so für Land können wir das nicht nutzen, das Wasser. Und dann, okay. Und dann haben wir praktisch 1/4 Land. Und dieses mache ich jetzt wieder in 4 Teile. Drei Teile davon, das ist Land, das, auf dem kann der Mensch sich zwar bewegen, aber keine Nahrungsmittel anbauen, weil das ist Eis, also Polareis, Wüsten, Sand und Sumpf und so weiter. Und dann habe ich noch so ein Teil, mach mal eins weiter, das ist Land, auf dem kann der Mensch leben und sich bewegen und so weiter auch, aber er kann da drauf, also das ist verbautes Land und harte Böden und unfruchtbares Land, auf dem kann er auch nichts anbauen. Er kann da zwar Straßen bauen, Häuser bauen und so weiter. Und der Rest, das ist 1/32 von der ganzen Erde. Ups. Also 1/32 und davon nur die Schale. Auf diesem kleinen Teil baut die ganze Welt, muss sich von diesem kleinen Teil ernähren. Und auf dieses Stück Land sollte man aufpassen. Also dieses nicht vergiften und so weiter, was aber jetzt geschieht. Aber das muss man sich mal bewusst machen, wie wenig das ist, auf was wir zu achten haben. Die Dinge müssen einem bewusst sein, dass man damit entsprechend umgeht. Also es ist unsere Aufgabe, diesen Teil der Erde gleichwertig oder besser an die nächste Generation zurückzugeben oder weiterzugeben. Und das sagt auch der Leopold Kohr. Der Leopold Kohr hat 22 Kilometer von Salzburg weggewohnt, ist jetzt seit 94 schon tot. Der hat auch eigene Staaten und so weiter gegründet, mit eigener Währung und alles. Ging immer nur ganz kurze Zeit und ist wieder gestoppt worden. Und der hat den Slogan Small is Beautiful, Rückkehr zum menschlichen Maß. Sein Maß war, seit er 22 Kilometer von Salzburg weg wohnt, war 22 Kilometer. Und das ist kein Rückschritt, sondern ein Lernschritt voran für mich. Und dann gibt es den Weltagrarbericht. Da haben 400 Wissenschaftler, 2008 war das, haben sich zusammengetan und erforscht, wie man die Ernährungssituation weltweit verbessern kann. Und die haben dann herausgebracht, weiter wie bisher ist keine Option. Also Landwirtschaft im Scheideweg. Es muss sich was verändern. Was da allerdings passiert ist, da haben sich so viele Wissenschaftler zusammengetan, haben das erforscht, hatten dann aber kein Geld mehr, um das Wissen unter die Leute zu bringen. Vielleicht wollten wir es auch nicht unter die Leute bringen. Und das Ergebnis vom Weltagrarbericht war, die beste Garantie für lokale Ernährungssicherheit
sowie die nationale und regionale Ernährungssouveränität sind kleinbäuerliche Strukturen. Und Veränderung in der Landwirtschaft bedeutet auch Veränderung für den Verbraucher und Konsumenten. Jetzt ist die Frage, wer beginnt mit der Veränderung? Jeder wartet immer auf den anderen. Und das Beste wäre, wir beginnen zusammen und gemeinsam. Und noch jemand, der nicht weit von hier weg wohnt, das ist der Dr. Heringer aus Laufen. Der sagt auch, also der macht zum Beispiel Vorträge Garten oder Schlachtfeld. Ich meine, die Wahl wird nicht schwerfallen, was einem da lieber ist. Und er sagt genauso das Gleiche, nicht die Agroindustrie wird das Ernährungsproblem lösen, sondern der Umbau der Welt zum Garten. Und das geht es mir eigentlich, das mache ich mit vielen anderen, sind unterwegs, Gärten zu bauen. Und Gärten sind für mich Paradiese. Und ich sage immer so, wir haben schon viele Gärten und da können wir Paradieshüpfen machen. Und wenn wir uns nur noch in diesen Räumen bewegen, dann sind wir im Paradies oder da, wo es uns gut geht, wie auch immer man das nennen will. Das ist so, darum, das ist das, was mir sehr gut gefällt, dieses Bild. Das heißt, wir bauen um, das heißt auch, wir sind aktiv. Und wir bauen essbare Landschaften auf, die entstehen gerade überall. Städte sind in Bewegung, in die Städte passiert fast mehr wie auf dem Land. Und das nennt man dann das Urban Gardening. Da müssen die teilweise anbauen in Kisten, weil sie gar nicht das Land zur Verfügung haben, weil das Land teilweise vergiftet ist oder Bauland zur Verfügung steht und die dürfen es nur vorübergehend benutzen. Dann bauen die in Kisten und so weiter an, aber geht alles. Und die Städte werden dadurch wiederbelebt, die Gärten werden wiederbelebt und essbare Landschaften, habe ich euch ein paar Bilder, wie die aussehen können. Könnt ihr euch vorher erinnern, das Land mit den Glaskästen, wo die Natur praktisch zugebaut ist und hier sind es offene Landschaften, essbare Landschaften, ist unser Ziel zu bauen. Ein paar inspirierende Bilder. Diese essbaren Landschaften, die sind auch gleichzeitig Blühstreifen, man kann das alles kombinieren, man muss das nicht extra machen. Sogar Beispiel gerade von Salzburg. Berg, überall geht es. Also ich habe gerade in der Stadt gesehen, auf dem Land, überall geht es. In alle Varianten. Und was ich auch noch sagen wollte, wie haben die da das früher gemacht, bevor es den Supermarkt gab? Da haben die Menschen auch angebaut und zwar auch immer direkt vor Ort. Und dann hat es so ausgesehen. Hier wird jetzt gerade alles wiederbelebt, diese Dinge. Aber wer hat sich mal Gedanken gemacht, wie haben die das früher gemacht? Genau, und in Moskau ernährt sich die Bevölkerung zu 80% aus Hinterhöfen und aus dem Land um die Stadt rum. Weil alle denken immer, das geht nicht, aber das geht. Gärten sind also essbare Landschaften und Alternativen zum Supermarkt. Und unser Ziel ist, so regional wie möglich, so saisonal wie möglich und so natürlich wie möglich uns zu ernähren. Und die Gemeinschaftsgärten zum Beispiel, die jetzt überall entstehen, also ich habe hier hingeschrieben Ausgleichsflächen, damit ist gemeint, wenn zum Beispiel die Supermarkthallen entstehen, dann sollten wir fordern, dass es als Ausgleichsfläche einen Garten gibt vor Ort. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man jetzt Nahrungsmittel anbauen kann, wie man das selber in die Hand nehmen kann. Da gibt es die solidare Landwirtschaft und das Gemeinschaftsgärtnern im Vergleich. In der solidaren Landwirtschaft, da finanzieren wir die Bauern, die das machen möchten, und die Menschen, die finanzieren und erhalten dann Produkte. Und im Gemeinschaftsgärtnern bauen wir selber mit an. Und dazwischen gibt es aber alle Varianten, wie man das mischen kann. Und dann das Urban Gardening, das sind die Versionen, die in der Stadt gemacht werden. Dann gibt es die interkulturellen Gärten, was jetzt auch öfters kommt, da arbeitet man dann mit verschiedenen Nationen zusammen. Ein grüner Supermarkt kann so aussehen, da gibt es so Selbsternteländer und so weiter, wie man dann praktisch nicht mehr im Supermarkt einkauft, sondern auf dem freien Gelände. Frischer geht's nicht. Und da habe ich auch ein Beispiel, das ist von uns in Bad Aibling, wie das einer einfach so macht, ganz unscheinbar, macht keine Werbung und nichts. Wenn man vorbeifährt, sieht man es zufällig. Und das, was er aber überall kennt, das sind die
Die Blumen, also die Blumen selbst angefärbt, die gibt es überall, aber Gemüse gibt es nirgends. Wäre ganz genauso zu machen. Und da macht es einer in Bad Aibling, also nicht irgendwo auf der Welt, sondern eigentlich bei uns. Und jetzt möchte ich euch ein Beispiel zeigen, ich weiß nicht, ob es der eine oder andere kennt. Das ist ein Beispiel in England heute Morgen. Da haben zwei Frauen, wohlgemerkt, zwei Frauen haben begonnen, was zu bewegen, was dann, wo sie eine ganze Kleinstadt mitgenommen haben. Die zwei Frauen rechts und links haben ihren Gartenzaun abgerissen und haben zur Bevölkerung gesagt, zu ihren Nachbarn und zur ganzen Stadt, bedient euch in unserem Garten. Das hat dann ein halbes Jahr gedauert, dass die Leute sich das getraut haben, in einen fremden Garten reinzugehen und sich was mitzunehmen. Und mittlerweile ist die ganze Stadt ein Garten, der alle gehört, der alle gemeinsam anbauen, und die Gemeinde macht mit und hat schon 500 Bäume gespendet oder finanziert. Und sie haben das Ziel, also komplett sich selber zu versorgen, diese Stadt. Und da zeige ich euch jetzt einen kleinen Film dazu. Der Film, der ist auf Englisch, also ist mit deutschen Untertiteln. Was ich noch dazu sagen will, die fragen nicht, ob sie das dürfen, die machen das einfach. Und ihr seht an dem Film, wird es kurz angesprochen, und sie sagen dann, es wäre ja lustig, wenn sie angezeigt werden würden oder vor Gericht müssten, weil sie gerade Hintersträucher anbauen.